Shalom, shalom. Heute habe ich wieder ein gutes Wort, und zwar sind die Unterlagen von dem Pastor Arthur Schuh wieder von Stahl der Freude in Pforzheim. Und das Thema heißt wahre Größe im Reich Gottes. Ihr Lieben, wir haben, glaube ich, jetzt schon in diesen bisherigen Botschaften erkannt, im Reich Gottes sind andere Maßstäbe, andere Prinzipien, andere Werte als in dem Reich der Welt. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die von Stellungen und von Machtpositionen geprägt wird. Vermögen, gutes Aussehen, Ansehen, Macht und Erfolg sind die Dinge, auf die besonders viel Wert gelegt wird und die oft als erstrebenswert vermittelt werden. Diesem Einfluss kann sich der Einzelne kaum entziehen. Denn jeder Mensch genießt die Anerkennung seiner Mitmenschen. Die Medien und die Werbung nähren ebenfalls täglich dieses Verlangen. So unterwandert dieses Denken sehr schnell selbst die besten Vorsätze, die Menschen haben können. So manche Philosophie, die versucht, eine gerechtere, gesellschaftliche Ordnung zu bewirken, ist an diesem menschlichen Ego gescheitert. Ich sage immer wieder, selbst ist das größte Problem im Reich Gottes. Und selbst ist Ego. Auch zu der Zeit, als Jesus als Mensch auf der Erde lebte, waren diese Dinge für die Menschen wichtig. Vielleicht sogar noch wichtiger als für uns heute. Vor allem die römische Gesellschaft war geprägt vom Streben nach Ehre und Macht. Ehre zu haben war vielen sogar wichtiger als ihr Vermögen. Und wenn sie hätten wählen müssen, hätten sie eher auf das Vermögen verzichtet, als auf ihren Stand und ihr Ansehen in der Gesellschaft. So gab es unter anderem die Sitte, dass man Geschenke erwidern musste, und zwar mit Geschenken von zumindest dem gleichen Wert. Wollte also jemand einen anderen schaden und hatte selbst genug Vermögen, so schenkte er dem Betroffenen etwas, was dieser sich selbst kaum hätte leisten können. Dann blieb dem Beschenkten nur die Wahl zwischen dem Verlust seines Vermögens, um das Geschenk zu erwidern, oder dem Verlust seines Ansehens, wenn er es nicht tat. Es gab ganz klare Rangordnungen und Positionen in der Gesellschaft, die von den freien Bürgern geschätzt wurden und um die man beneidet wurde. Sklaven, Frauen und Kinder dagegen hatten keinerlei Möglichkeit, solche Ehre zu erlangen. Es sei denn, die Frauen waren mit einflussreichen Männern verheiratet und genossen so eine gewisse Stellung, durch die sie wiederum Einfluss auf andere nehmen konnten. So wählten Männer bewusst politische oder militärische Aufgaben, bei denen sie sich diese Anerkennung verdienen konnten und dadurch in der Gesellschaft einen höheren Rang einnahmen. Diesen trugen sie auch bei allen Anlässen zur Schau. Und nicht selten schrieben vor allem die Kaiser Loblieder über sich selbst, nur um ihren Stand hervorzuheben. Zusätzlich zu ihrem eigenen menschlichen Denken hatte natürlich auch diese Haltung das jüdische Volk beeinflusst, das unter der römischen Herrschaft stand und täglich damit konfrontiert wurde. Wer ein gutes Leben haben wollte, der musste zum Beispiel mit dem, was die Sadduzäer vorlegten, kooperieren. So war es nicht verwunderlich, dass selbst unter den Jüngern die Gedanken aufkamen, wer unter ihnen wohl der Größte sein würde im Reich Gottes. Das war ein permanenter Gedanke dieser Menschen. Welches Amt und welche Stellung würde Jesus wohl dem Einzelnen zuteilen? Ihre Vorstellung von einem funktionierenden Reich war geprägt von den menschlichen Vorbildern. Und das mächtigste Vorbild war das Römische Reich mit einer der damaligen Zeit sehr gut funktionierenden Struktur. Doch selbst bis in die religiösen Handlungen hinein reichte dieses Verlangen nach Ansehen von den Mitmenschen. Jesus kritisierte dieses Verhalten im Volk mit sehr deutlichen Worten. Davon lesen wir in Matthäus 6, 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Jesus fing an, seinen Jüngern ein ganz neues Bild seines Reiches zu vermitteln. Sie sollten verstehen,
dass dieses menschliche Verlangen nach Macht und Ansehen nicht die Triebfeder für das Handeln der Kinder Gottes sein darf. Gott hat andere Maßstäbe und Wertvorstellungen. In Matthäus 18, 1-4 lesen wir: In jeder Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn er nicht umkehrt, also Buße tut, und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und was ist das? Was ist das? Der Grund? Die Grundhaltung eines kleinen Kindes. Es ist vollkommene Abhängigkeit von den Eltern. Ich habe euch schon einmal die Geschichte erzählt. Bei einer Tagung kam eine Frau, die hat spät geheiratet und hat noch ein Kind bekommen nach 40 und setzte sich zu unserem Frühstückstisch und sagte strahlend: Heute habe ich so eine Erkenntnis bekommen. Dieses Kind, ich bin die Quelle des Lebens für dieses Kind. Ich füttere es, ich wasche es, ich kleide es, ich sorge dafür, dass es richtig angezogen ist, dass es genug Ruhe bekommt, dass es das richtige Essen bekommt, dass ich sorge mich um alles. Ich bin die Quelle des Lebens dieses Kindes. Sagt der Herr zu mir: Genauso möchte ich, dass du von mir abhängig wirst. Voll und ganz auf mich ausgerichtet. Und jetzt bin ich voll überzeugt, dass volle Abhängigkeit von Gott der höchste Reifegrad eines Christen ist. Denn im Johannesevangelium 15 heißt es: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr Leben, es ist verflixt wenig. Da kannst du bei der Null so viel Nullen anhängen, wie du willst. Es wird nicht mehr. Ohne ihn können wir nichts tun, was im Reich Gottes zählt. Wir können wohl Aktivitäten setzen, aber die werden im Reich Gottes nicht zählen, wenn sie nicht aus dem Heiligen Geist geboren sind und in der Kraft Gottes gewirkt wurden. Also wir sollen wir dürfen wieder abhängig werden. Ich finde das wunderbar. Ich habe noch nie so ein sorgenfreies Leben gehabt, seit ich hundertprozentig weiß, was immer mir Gott als Auftrag gibt, das vollendet er, was er anfängt, vollendet er, und was er als Auftrag gibt, das zahlt er. Und wisst ihr, da werden seine Forderungen immer größer. Aber ich bin überzeugt, in der Tiefe meines Herzens, dass ich für einen Euro genauso die Gnade brauche wie für einen Million. Für Gott sind das keine Probleme. Er braucht nur unser bedingungsloses Vertrauen. Und Kinder haben ein großes Vertrauen in Eltern, die für sie sorgen. In Matthäus-Evangelium 20, 25 und 28: Jesus aber rief sie heran und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In Matthäus Evangelium 23, 11 bis 12: Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Also Jesus zeigte seinen Jüngern ganz deutlich, dass in Gottes Augen ganz andere Dinge einen Menschen auszeichnen als in der menschlichen Gesellschaft. Nicht die Stellung über den Nächsten, sondern der Dienst für den Nächsten ist das, was in Gottes Augen wertvoll ist. Er benutzte das Bild für sie: ein Kind, das er in ihre Mitte stellte. Ein Kind hatte nur zur damaligen Zeit keinerlei Rechte und keinen Anspruch auf eine Position. Kinder waren auf die Versorgung durch ihre Eltern oder Vormünder angewiesen. Und wenn diese dazu nicht in der Lage waren, dann wurden sie zu Dienern anderer oder sie bebettelten. Im schlimmsten Fall wurden sie sogar als Sklaven verkauft.
Jesus zeigte den Jüngern, dass jeder im Reich Gottes diese Abhängigkeit von Gott braucht. Dementsprechend soll jeder mit einer Wertschätzung seinen Nächsten begegnen, die unabhängig von dessen Stellung ist. Keiner hat von sich aus einen Anspruch auf irgendeine Stellung oder Position im Reich Gottes. Denn jeder ist von ihm abhängig. Wahre Größe im Reich Gottes zeigt sich nicht darin, anderen überlegen zu sein, sondern darin, andere erheben und achten zu können. Das schreibt der Paulus wieder in Philipper 2, 3 bis 11. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass ihn der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Da freue ich mich schon, wenn alle erkennen und bekennen, Jesus Christus ist der Erlöser dieser Welt. Er ist, ja, Alpha und Omega, das Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Aber Jesus selbst lebte dies den Jüngern vor. Trotz seiner Fähigkeiten und seiner Beliebtheit zeigte er nicht das geringste Interesse daran, irgendeine Stellung oder ein Amt anzunehmen. Er zog es vor, durch das Land zu ziehen und von dem zu leben, was man ihm gab. Manche Stadt jagte ihn davon und es gab viele, die ihn töten wollten. Er, der alle Weisheit und Fähigkeiten hatte, machte sich selbst abhängig von seinen Mitmenschen. Und er ging noch weiter. Als die Jünger beim letzten gemeinsamen Abendmahl zusammensaßen, da tat Jesus etwas, was selbst die Jünger niemals erwartet hätten. Davon lesen wir im Johannesevangelium 13, 4 bis 6. Da stand er von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Jesus, der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Obwohl Petrus schon so lange mit Jesus zusammen war, war er doch an diesem Tag überrascht. Es widersprach jeder gesellschaftlichen Norm. Jeder Mensch strebt danach, sich anderen gegenüber zumindest nicht unter seinem gesellschaftlichen Niveau zu präsentieren. Wenn überhaupt, dann würde man es vielleicht hinnehmen müssen, dass man durch andere erniedrigt wird, weil diese mehr Macht haben. Doch Jesus legte sein Obergewand ab und nahm die Stellung eines Dieners oder eines Sklavens an. Er erniedrigte sich sichtbar vor seinen eigenen Jüngern, er der Messias, und wusch seinen Jüngern die Füße. Das war selbst für Petrus zu viel. Er empfand es als absolut unangebracht und protestierte auch dagegen. Doch Jesus zeigte ihnen hier noch einmal deutlich, was wahre Größe im Reich Gottes ist. Die Bereitschaft, für andere auf sein eigenes Wohl und Ansehen zu verzichten, ist das, was uns groß macht in Gottes Augen. Schnell wird uns da klar, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen werden. Sich selbst zu verleugnen und Jesus nachzufolgen, nach Lukas 9, 23, widerspricht dem alten Menschen. Doch wer Christus als den Herrn in seinem Leben erfahren hat, der weiß, dass alles möglich ist, dem, der da glaubt. Davon lesen wir in Markus 9, 23.
Paulus, der selbst ein aufstrebender Gelehrter mitten in diesem System war und die Vorrechte eines römischen Bürgers hätte genießen können, begegnete Christus und erlebte, wie alles andere plötzlich seinen Wert verlor. Er ging in seiner Aussage sogar noch weiter. Philipper 3,8. Ja, wirklich, ich halte alles für Verlust. Und ihr Lieben, ich habe mir sagen lassen von einem Schriftgelehrten, das heißt, ich halte alles für Scheiße. Um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck, ja, das ist der Dreck, oder Scheiße halte, damit ich Christus gewinne. Das Reich Gottes soll nicht geprägt sein von Starken und Angesehenen, sondern von Dienern, die sich demütigen können und das vorleben, was in Gottes Augen wahre Größe ist. Und ich glaube, ihr Lieben, dass auch hier eine große Umschichtung in den christlichen Kreisen sein wird. Es werden jetzt Menschen, die eigentlich keiner beachtet hat bis jetzt, groß werden, von Gott groß gemacht werden, weil sie die Prinzipien des Reiches Gottes in ihrem Herzen bereits verstoffwechselt haben. Der Herr segne dich mit Demut. Und Demut heißt Gott groß machen, nicht sich selbst. Shalom, shalom.